Moin, ja, sollst du deinem Seelenpartner die WhatsApp schreiben, ja oder nein? Das verrate ich dir in diesem Podcast-Video und du erfährst, worauf du unbedingt achten sollst, was du sogar überwinden darfst und am Ende habe ich noch einen mega coolen Tipp für dich, der dir in Zukunft bei dieser Entscheidung helfen wird. Ja, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele, wie schön, dass du da bist, okay. Los geht's. Ja, du hast deinen Seelenpartner getroffen und ihr seid jetzt mehr oder weniger zusammen, beziehungsweise ihr befindet euch im Seelenpartner-Dual-Seelenprozess und irgendwie läuft das überhaupt nicht so, wie du dir das letztendlich vorgestellt hast. Hast du davon Romantik geträumt und dass er sich jeden Tag meldet und all diese tollen Dinge, die wir uns als Frau einfach wünschen. Aber das Gegenteil ist der Fall, er meldet sich total wenig und irgendwie stockt das auch so ein bisschen, ihr kommt nicht richtig voran. Und es ist mal wieder dieser Moment, wo du zu Hause bist und an ihn denkst und solche Sehnsucht hast und überlegst, ich würde so gerne, dass er sich meldet, was kann ich tun? Ich würde so gerne in Kommunikation mit ihm treten, irgendwie möchte ich ihm schreiben und du denkst dir, WhatsApp, ich schicke ihm eine WhatsApp. So, du überlegst also, was soll ich schreiben und irgendwie wirst du immer unsicherer, weil du erst bist du ganz euphorisch, dann denkst du so, ist das jetzt richtig oder nicht, wie fasst er das auf? Und du fängst an zu schreiben und legst es wieder weg, dann holst du es wieder vor, dann überlegst du nochmal, ist das jetzt die richtige Wortwahl, die du getroffen hast oder vielleicht doch nur ein Emoji, doch nur ein Herz oder vielleicht ein Foto. Und du wirst ja immer unsicher und immer unsicherer und immer unsicherer. Und die Angst steigt immer mehr auf. Ist es jetzt richtig, ist es nicht richtig, wie fasst er das auf? Findet er mich dann vielleicht doof oder macht er dann komplett zu, weil wir doch jetzt gerade nicht so im Flow sind und das gerade so stockt? Und merkst du, was passiert mit deiner Energie? A, gerätst du immer mehr in Stress und du gerätst immer mehr in den Mangel. Du machst immer mehr zu, du wirst immer enger in deinem ganzen Herzraum. Das heißt, Entschuldigung, ich muss so lachen, weil Lucy gerade den Sonnenschirm hält, damit es nicht so windig ist. Okay, also merkst du, was mit deiner Energie passiert? Du wirst immer enger, dein Herz kann sich gar nicht richtig ausbreiten und du gehst von deiner Frequenz immer mehr in den Mangel herein. Und das ist das Wichtige, dass du letztendlich für dich schaust, aus welcher Intention heraus schicke ich denn die WhatsApp? Weil du kennst das Gesetz der Anziehung, du kennst das Gesetz der Frequenz. Weil wenn du dir so einen Stress machst und letztendlich aus dem Mangel heraus diese WhatsApp schickst, weil du ja eigentlich möchtest, dass er sich meldet, also du möchtest ja irgendwas erzwingen, sozusagen manipulieren mit dieser WhatsApp, dann geht das nach hinten los. Das kann ich dir hundertprozentig sagen, weil ein Seelenpartner, den kannst du nicht manipulieren, den kannst du nicht erpressen, der merkt das natürlich nicht offiziell in dem Sinne, sondern natürlich, das weiß seine Seele. Dementsprechend, da blockst du natürlich, beziehungsweise da läufst du voll gegen die Wand. Das weißt du, da habe ich schon oft drüber gesprochen. Mit der Intention erreichst du bei deinem Seelenpartner gar nichts. Und das Ding ist, wie gesagt, du schwingst da unten, du bist im Mangel, du bist gar nicht in deinem Selbstwert. Und so kommt natürlich auch diese WhatsApp, die du schicken würdest, dann in dem Moment rüber. Ist das eine positive Energie? Nee. Hast du gerade selbst gemerkt, fühlt sich nicht so gut an. Aber dein Seelenpartner spürt das ja, diese negative Energie, die ja letztendlich da mitschwingt. Und so kann es natürlich sein, je nachdem, in welcher Situation ihr euch gerade befindet oder er eben gerade ist, dass es ein wenig viel für ihn ist, dass es auch ein wenig Druck für ihn ist und dass er vielleicht erstmal gar nicht antwortet. Es kann aber auch sein, dass er gerade in einer völlig anderen Situation ist und gerade nicht antworten kann. Du siehst, er hat die WhatsApp gekriegt, er antwortet nicht und dann wird es noch schlimmer. Dann wird es noch schlimmer, der Liebeskummer wird noch größer und du bist völlig verzweifelt und machst dir letztendlich noch Vorwürfe, warum habe ich das überhaupt geschickt? Oder das, was wir Frauen auch noch gerne machen, wir hauen noch eine hinterher, die ist aber echt gepfeffert, die ist echt fies. Wir sprechen in unserer Rätselsprache, was der Mann überhaupt nicht versteht und der denkt so, Mann, was ist denn da jetzt wieder los? Lässt lieber die Finger davon, weil das ist ihm zu anstrengend, in Anführungsstrichen. Männer sind da so ein bisschen einfacher manchmal, beziehungsweise die haben nicht so einen Bock auf Ärger und Schwere. Die mögen das lieber, wenn es leichter und fröhlicher ist, klar, mögen wir auch, aber solche Dramenszenen mögen die gar nicht. Das heißt aber nicht, dass du dich jetzt hundertprozentig verstellen musst. Und da komme ich jetzt auch an den Punkt, wo es darum geht, was du überwinden darfst, nämlich deine Angst.
Beim Seelenpartner darfst du sein, wie du bist. Und wenn du mal kacke bist, dann bist du das. Und wenn du mal völlig verzweifelt bist, dann bist du völlig verzweifelt. Und wenn du so eine Sehnsucht hast, dann hast du so eine Sehnsucht. Und wenn du traurig bist, bist du traurig. Du darfst das alles zeigen, auch deine Emotionen. Aber letztendlich geht es immer darum, aus welcher Intention heraus willst du ihm das zeigen oder präsentieren oder präsentierst du das? Wenn du da, wie gesagt, was ich eben meinte, etwas erzwingen möchtest, dann funktioniert das nicht. Und jetzt komme ich auch schon zu dem mega, mega, mega Tipp für dich. Und zwar, wenn du merkst, du hast diese Sehnsucht und das stockt gerade bei euch und du möchtest so gerne ihm eine WhatsApp schicken und du möchtest eigentlich so gerne eine Antwort haben, ob er immer antwortet, das würde ich erstmal rausnehmen, weil letztendlich soll es nicht darum gehen, dass er jetzt unbedingt antwortet, sondern du möchtest ihm ja was schicken, du möchtest ihm Liebe senden, du möchtest einfach etwas, ihm was Schönes senden. Und da merkst du auch schon, dass das eine ganz, ganz andere Energie ist. Das heißt, wenn du ihm das nächste Mal eine WhatsApp schickst, weil du eben Sehnsucht hast oder wie auch immer, dann halte einen Moment inne, atme erstmal einmal tief ein und aus, sodass sich erstmal wieder alles entspannen kann. Und dann schwing dich in die höhere Energie, da wo die Liebe ist, da wo die Fülle ist. Das kannst du machen, vielleicht möchtest du eine Runde tanzen, ist ja egal, ob er die 5 Minuten später kriegt oder nicht. Vielleicht schenkst du dir einfach schöne Gedanken von deinem Lieblingsort, dein Lieblingsessen, dein Kraftort oder was es auch immer sein mag. Ein Gedanken, der dich richtig glücklich macht. Vielleicht ist es auch der Gedanke an ihn, dass du sagst, wow, wie cool, ich habe meinen Seelenpartner gefunden, auch wenn es gerade vielleicht noch nicht so ideal ist, wie ich mir das wünsche. Aber wir sind in unserem Prozess und der ist wichtig, dass wir letztendlich beide unsere Hausaufgaben machen, um dann eben auch diese wahre Liebe leben zu können. Ist das ein ganz, ganz, ganz anderer Ausgangspunkt. Und das ist wichtig, weil dann, wenn du dich in diese Energie schwingst und merkst du das, was jetzt schon passiert, du machst wieder auf, der Herzraum ist wieder offen und die Liebe kann wieder strömen. Und jetzt schau dir deine WhatsApp an oder schreib einfach eine völlig neue WhatsApp und schick ihm diese WhatsApp und vor allen Dingen erwarte nichts. Und ich garantiere dir, dass es mega cool sein wird, weil er diese Energie natürlich auch aufnimmt und wahrnimmt und natürlich viel mehr Freude hat, auch etwas vielleicht dir zu schreiben. Vielleicht kann er auch in dem Moment nicht sofort, weil er vielleicht gerade beschäftigt ist. Du wirst natürlich sagen, wie, dann müsst du doch alles stehen und liegen lassen, wenn seine Herzensfrau sozusagen oder sein Herzensmensch ihm was schickt. Aber manchmal geht es nicht, das weißt du selbst. Da hast du eben auch selbst die Situation. Vielleicht möchte er das auch einfach erstmal sacken lassen. Vielleicht hat er sich auch erstmal gefreut und hatte ein Lächeln im Gesicht, was du ihm damit auf dein Gesicht gezaubert hast, wie schön ist das denn? Aber vielleicht kann er gar nicht antworten, tut es später. Aber es passiert was mit ihm, es macht was bei ihm. Und diese WhatsApp kommt ganz anders an. Und ihr seid vor allen Dingen dann richtig positiv connected, auch wenn er nicht sofort antwortet. Und das ist das Spannende, was ja eben Seelenpartner haben, eben diese Connection. Und energetisch kannst du da so viel bewirken. Also achte auf deine Intention und auf deine Energie, auf deine Frequenz, dass du nicht unten aus dem Mangel heraus diese WhatsApp schickst, so dass du wirklich etwas erwartest, dass er dir sozusagen die Bestätigung geben muss, dass du liebenswert bist, dass er dich liebt, sondern aus der Freude heraus. Und dann werden die Wunder geschehen. Du wirst sehen. Schreib gerne mal in die Kommentare, was jetzt energetisch mit dir passiert ist, wie du jetzt zukünftig mit so einer WhatsApp umgehen wirst. Ich freue mich mega drauf und jetzt kriegst du von mir einen doppelten Like und einen High Five obendrauf. Es war wieder so schön, Zeit mit dir zu verbringen und wenn du Lust hast, mehr über das Thema Seelenpartnerschaft, Seelenpartner erfahren zu wollen oder du da meinen Support brauchst in einem Channeling, wo wir genau mal reingucken, was ist da gerade los bei deinem Seelenpartner oder bei euch, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Dein Annette und Easy, lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.